Oh. Was ist denn jetzt schon wieder los, Mann? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe jetzt ein Video für euch vorbereitet. Oh. Was? Hallo, hier ist euer MC Ramses. Aus! Willkommen zu Ramses Kitchen. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Format. Ramses der Dicke. Ne, das ist nicht das Format, das bin ich. Ne, das ist der D-Nice. Wir kennen ihn schon. Wer auch nicht. Ich bin der Ramses, das ist der D-Nice. Und wir wollen. Ich bin Ramses. Ich gehe gleich hier raus aus dem Dreck. Ich bin Ramses der Dicke. Ich bin Ramses der Dicke. Dann bin ich Ramses der Dünne. Mann, Adi, Teller auf da unten. Das ist, was du denn das ist meine Kitchen. Das ist seine Küche, meine Küche kennt ihr ja, Ramses Kitchen. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Der Dünne, weil du bist ja der Dicke. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, deswegen haben wir uns extra in Schale geworfen. Ja, guckt euch die Schale an, guckt euch den Wurf an. Wir möchten nämlich mal den Alge testen. Jetzt kennt ihr natürlich schon das Video vom Ditschen mit Ditschen, dass der Ditschen natürlich den grünen Alge getestet hat. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben nämlich den blauen und den gelben Alge. Alge! Weil wenn wir den blauen und gelben bewerten, haben wir den grünen Alge. Ja. Zusammen. Weil ich den blauen übelst cool finde und den selbst geholt habe und der gelbe geschenkt war, müssen wir natürlich mit dem gelben anfangen. Was eigentlich nur an der Sorte liegt, ne? Nicht abwertend gemeint. Denn, kennt ihr Knossi? Das ist der Typ mit der Burger King-Krone auf dem Kopf, der immer rumschreit und ausrastet, wenn er GTA spielt und mal wieder hier in der ersten Mission den Falschen erschossen hat. Das ist der Alge von Knossi, aber nicht der grüne, sondern der gelbe. Und da steht drauf, Sorte... Maracucu. Macarucha auf jeden Fall. Die wollen wir jetzt mal probieren. Das heißt, wir machen die... Guck, ihr hört das. Wenn wir auf Ex trinken, müssen wir natürlich zeigen, dass das verschlossen war. Wenn das Knacken kommt, heißt Ahoi, zack, und dann ist das Ding weg. Sonst könnte man das ja austauschen, aber ja, wir füllen uns ja hier eigenen Bottich. Und das heißt, das ist deins, dann kommt meins, weil wir sind ja voll so, dass wir da immer dem anderen und dann deswegen, keine Ahnung. Ich hätte seinen Finger voll gegossen, guck, jetzt tausche ich es aus. Gib mir deins, ich nehme deins und dann fertig. Das ist Brotherly Love. Hier auf dem Glas ist auch ein Homer Simpson drauf. Guck mal, wie cool das aussieht. Dieses gelbe, süffige Getränk. Das ist also Macarucha. Wir probieren jetzt Prost. Und du sagst mir gleich mal deine Meinung zu diesem Likörchen von dem Knossi allgemein. Also, um ehrlich zu sein, ich finde, es schmeckt relativ scheiße. Nach nix. Hat keinen Punch dahinter. Man merkt die leichten Macaroni-Note. Ich glaube, ich muss noch einen Trinkgenuss zu bewerten. Okay, ist er noch nicht sicher. Das heißt, wir hauen gleich noch einen rein von dem Macarucha. Und das heißt hier, bitteschön. Bis jetzt könnte ich sagen, ich habe den grünen getrunken, den Limette. Ich fand Limette an sich ganz okay. Für mich aber eigentlich gar nichts, weil das mir viel zu... Das hat so gebrannt, das war so säuerlich alles. Und der Geschmack... Den finde ich zum Beispiel viel fruchtiger. Guck doch mal. Aber Homie Kackspritz muss ich noch überzeugen. Deswegen trink mal noch einen. Ja, so wird das auch nichts, ne? Wie der trinkt. Wie findest du den denn? Ich finde den wirklich... Der schmeckt ja, ich finde, so der ist viel zu schnell leer. Das heißt, ich muss mir gleich noch einen einschenken, damit ich mal weiß, was da überhaupt drin ist in dem Bottle. Deswegen probiere ich diesmal eher langsam. Ich finde... Er ist sehr fruchtig. Er brennt nicht so in der Schnauze. Der hat eigentlich, der ist ganz lieblich. Aber er ist schon ein bisschen zu süß vielleicht, ja? Wenn ich jetzt sonst immer Pfeffi trinke und dann das vergleiche, denke ich mir, das ist halt so richtig so gekünstelter Farbstoff und Süßstoff und Stoffstoff, wie die Maske, ist auch aus Stoff und... Also von mir gibt es 2 von 5 Masken. Das heißt, das sind immerhin 4 von 10, ja? Das ist immer noch ganz gut.
Und damit er sich wirklich sicher ist. Ich möchte keinen davon mehr. Ah. Nein. Der ist echt nicht damit so. Damit er jetzt sich sicher ist, so bringe ich noch einen, damit er sich dann dabei richtig wohlfühlt. Ich finde also, ich habe den Limette probiert, den grünen. Und den grünen Limette, den fand ich eigentlich gar nicht gut. Ich habe nur gesagt, der war ganz okay. Aber eigentlich fand ich den gar nicht gut. Denn den finde ich auf jeden Fall schon mal viel besser. Der sieht auch besser aus, der schmeckt besser, der ist fruchtiger, der passt. Der brät nicht so im Hälschen, also sag mal, zu der ist ganz richtig. Sag mal zu Rivi, doch. Was kostet denn so eine Pulle von der Alge? Was lächelt man dafür? Wenn du den Thomas Rode fragst, würde er sagen Geld, ne? Dann würden die meisten Leute wieder sagen, Alter, halt doch dein Maul. Und deswegen würde ich nicht sagen Geld, sondern ich weiß es nicht. Auch ungefähr. Circa 10 Euro. 10 Euro für eine Puddle of Mud, ne? Es gibt im Rewe für 4 Euro. 4 Euro gibt es ein Apfelkorn, der schmeckt wesentlich anspruchsvoller als. Ja, aber der schmeckt ja nicht nach Maracuja, das ist ja das Problem. Ja, aber das ist doch scheiße. Du kannst ja für 3,69 im Pfeffi kaufen, schmeckt auch nicht nach Maracuja, ist ja billiger ist oder was? Ist doch beides geiler. Das ist ja. Nee, der hat wahrscheinlich mehr Prozent. Wie viel hat er denn? Der hat nämlich insgesamt 15% Maracuja und der Pfefferminzlikör hat 18, versteht ihr? Wie viele Zehen habt ihr? Zählt mal nach am Fuß, aber schreibt sie in die Kommentare. Jetzt wollen wir auf jeden Fall das Highlight testen, denn der ist blau, so wie wir auch. Das heißt, der war zu süß und der casht richtig rein. Das ist bestimmt wie ein Pfefferminzlikör. Du darfst jetzt aufmachen, dass man merkt, dass der noch frisch verschlossen war. So, das ist, wenn man auf Ex trinkt, muss man das ja immer machen im Video und wir schenken uns ein. Also ist eigentlich komplett sinnlos. Sieht aus wie ein Froschschutzmittel im Auto. Ein Froschschutzmittel? Die Frösche müssen geschützt werden, sage ich immer. Und deswegen was ist denn? Jetzt tauscht er wieder dieses hässliche Glas. Guckt euch doch die Farbe an. Hier sieht das übelst ozeanblau aus. Vor meinen Augen ist das einfach nur türkis. Das täuscht also komplett. Das sollte Minz sein. Vielleicht schmeckt das ja wie Pfeffi. Nee, das ist eisblau. Eisminze. Das sollte Eisminze sein. Vielleicht schmeckt das ja wie Pfeffi. Ist doch dasselbe. Egal, wir probieren mal kurz. Wenn eine Maracuja schmeckt, sag Bescheid. Dann müssen wir das Glas nochmal ausspülen. Immer noch nicht so gut, aber nach Eisbonbons. Er schmeckt nach dieser Eisbonbons. Ich merke, wie es anfängt, unter der Maske zu brennen, einfach nur, wenn ich durch die Nase ausatme. Nachgeschmack ist besser als der initiale Geschmack. Ich habe dich schon verstanden. Du hast gesagt, ein Zweiter muss her, damit man da den besseren Vergleich hat. Das heißt, er probiert natürlich noch einen. Ihr kennt ja alle diese Eisbonbons. Guckt euch die Farbe an. Guckt euch die Farbe an. Eisbonbons kannst du im Prinzip so unterstreichen, ja. Wer gerne lutscht, kann jetzt auch schlucken, ne? Sag mal immer, du. Für Leute, die sich die Alge Eisminze nicht leisten können, eine Packung Eisbonbons in eine Flasche Wodka auflösen und mit etwas Wasser auffüllen. Dieses Rezept habe ich von der Schule gelernt und ich kann es sehr gut weiterempfehlen. Oder Froschschutzmittel, die sind auch nicht so teuer, ne? Weil die Frösche, die müssen geschützt werden. Gute Nacht. So, wie war das eben? Das waren 2 von 5 Masken. Das sind 3,5 von 5 Masken. Ich möchte ein Experiment ausführen. Kannst du mir bitte den gelben nochmal aufmachen? Willst du die jetzt mischen? Ich möchte die mischen, um zu gucken. Das war nämlich das abschließende Urteil, weil er eben nur 2 getrunken, ich habe 3 getrunken. Das heißt, ich muss noch 3 trinken und dann müssen wir nochmal 2 mischen und dann trinken. Und deswegen lass mich bitte kurz mal nachziehen. Okay. Irgendwie, je mehr ihr trinkt, desto blauer wird die Maske auch, ne? Hast du das Urteil schon ein bisschen. Was ist dein Urteil nach 3 von denen? Wie viele Masken würdest du geben? Ja, ich würde mir jetzt ganz gerne den Grün nochmal reinziehen, um zu gucken, warum der so schlecht war. Weil irgendwie kann ich das. Willst du jetzt gleichzeitig einschenken? Das wird nur ein Desaster enden. Ich glaube, du brauchst. Guck mal, der wird schon grün. Der wird ja schon grün. Nee, ich glaube, du brauchst noch mehr Grün. Oha! Du brauchst noch mehr Geld, meine ich. Du brauchst noch Nee, mach noch einen Schluck Blau. Nein, der wird zu blau. Das ist egal, das ist das. Boah, richtig heftig.
Bruder, guck dir's an! Chemie. Breaking Bad. Jetzt habe ich dir zu viel Gelb rein, aber du wolltest ja eh nicht so. Guckt euch das an, wie schlau wir sind. Weil der Master of Disaster hat nämlich natürlich studiert und der weiß ganz genau, wenn du Gelb und Blau mischst, kriegst du Grün. Was habe ich gesagt? Wir möchten gerne nochmal den Grün. Jetzt habt ihr den Grün, also der Grüne, den braucht ihr euch gar nicht kaufen, den könnt ihr euch nämlich selber mischen. Das ist der Grüne im Homer-Glas. Schmeckt jetzt noch Limette? Schmeckt nach Scheiße. Schmeckt nach süßer Eisminze Bonbon. Nicht empfehlen. Aber ich kenne dich ja. Du hast ja gesagt, wir müssen von jedem zwei trinken, damit man auch überhaupt den Unterschied hat zu dem Rest. Deswegen guck mal nochmal kurz rein. Das Gute ist, ihr könnt immer unterscheiden zwischen hellgrün, dunkelgrün, je nachdem, wie viel ihr von was da reinmacht. Ihr seht, das ist jetzt ein bisschen... Ja, ist einfach nur grün, egal. Verlasst euch gar nicht drauf, was geredet wird. Ne, geredet. Wir haben eben schon, Wikühle war auch grün, deswegen sieht das gut aus. Da ist noch ein Grüner am Start. Prost auf dem Pfeffi-Mann da draußen. Wenn du uns siehst, Grüße gehen raus. Wer ist überhaupt Pfeffi-Mann? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Er ist frei verboten. Beim Wrestling ist das eine Aktion, die ist illegal, ja? Warum? Wie der Cheap Shot. Warum? Ach so, in Augen stechen. Oder wie der Low Blow auch. So, nein, 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 ich meine so, ich guck dich an, so, du zeigst, meine Augen sind in deinen Augen, du kommst in sein Gehirn rein. Ja, Bruder. Das ist hier, das ist die Fühler von der Schnecke, ja? Das ist Tierquälerei. Nein, nein, ich wollte nicht in Augen stechen, sowas mache ich nicht. Und ihr wisst, er hat immer zwei getrunken, ich habe drei getrunken, das heißt, ich muss mir noch einen einschenken. Ich muss nämlich jetzt, weil vielleicht wird es ja gar nicht grün, wenn du erst den blauen hast und dann den gelben einschenkst. Und es wird wieder grün, es ist ein, wie soll man sich das erklären? Das ist das achte Weltwunder. Wie viel gibt's? Das ist das neunte. Das ist auf jeden Fall ein Wunder der Welt. Guck, das Glas ist so voll, man kann es gar nicht austrinken, ohne was daneben zu schwappen. Mate, sage ich dann nur. Und Prost. Prost. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Habt ihr schon mal den Alge probiert, ja? Welchen? Nicht, den, nicht probieren. Den sorry, Grün. Sorry. Habt ihr den Grün probiert? Blau geht klar, aber habt ihr den zu Grün teuer probiert? Kauft euch normale Pfeffi. Ach du Scheiße. Kauft euch normale Pfeffi. Diese Alge ist eine schlechte Alge. Nicht so gut wie Algesalat. Wakame. Ja, aber du kannst nicht Pfeffi sagen, weil nichts davon hat wie Pfeffi geschmeckt. Also egal. Ja, genau. Habt ihr den Grün probiert? Habt ihr den Blauen probiert? Habt ihr den Gelben probiert? Es gibt auch noch den Roten mit Cranberry. Was das ist? Keine Ahnung. Cranberry braucht kein Mensch. Also habt ihr den Roten probiert? Dann bitte geht auf einen anderen Kanal. Aber trotzdem. Habt ihr den probiert? Das ist der Grüne. So habt ihr Blau, Gelb, Grün, alles in einem. Rot kannst du nicht mischen, ne? Das ist mir zu viel. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und was bin ich denn schon wieder? Peace out. Peace. Peace out, euer Pfeffi-Mann. Ciao. Laumas Käsekuchen schon wieder.